Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute will ich euch sämtliche Teile im Spiel erklären. Und zwar wurde ich schon gefühlt tausendmal gefragt, wie irgendwelche Teile funktionieren, wie man sie aktivieren kann. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich packe das alles in ein Video rein. Und wenn jemand fragt, verlinke ich einfach dieses Video hier. Also wenn ihr gerade auf den Link geklickt habt und auf dem Video seid, willkommen. Ja, ich habe euch diesen Link geschickt und jetzt müsst ihr es schauen. Ich erkläre euch einfach die ganzen Teile, die hier drauf sind. Es gibt natürlich noch ein paar andere Variationen, vor allem hier bei den Treibstofftanks. Da gibt es natürlich andere Größen, aber ansonsten ist ja das Prinzip dasselbe. Wir fangen einfach ganz oben links an, und zwar mit den Kapseln, beziehungsweise mit der Kapsel hier und mit der Sonde hier. Das sind zwei Teile, die unglaublich wichtig sind. Und zwar könnt ihr das Spiel gar nicht ohne diese beiden Sachen spielen. Ihr braucht auf jeden Fall eins von beidem, entweder die Kapsel oder die Sonde. Und zwar sind sie dazu da, um eure Rakete überhaupt erst steuerbar zu machen. Also ihr braucht entweder eine Kapsel, wo theoretisch ein Astronaut drin sitzen könnte, oder eben eine ferngesteuerte Sonde. Und ihr braucht eins von beiden, sonst könnt ihr einfach eure Rakete nicht steuern. Also seid euch sicher, dass ihr mindestens eins von beiden an der Rakete dran habt und dann kann es losgehen. Als nächstes Fallschirme. Was Fallschirme machen, ja, ich erkläre es trotzdem mal. Sie verlangsamen eure Rakete oder, wenn ihr landet, eure Kapsel. Und es gibt zwei verschiedene Versionen. Es gibt die hohe, schmale Version und es gibt die flache, breite. Und zwar ist das nämlich so, die funktionieren gleich, ja, die haben dieselbe Funktion. Sie können bei 2000 Metern geöffnet werden, 2500 Metern und sind damit eigentlich recht spät eigentlich zum Öffnen. Ich wünschte, es gäbe halt noch so einen Fallschirm, den man weiter oben öffnen könnte, also früher. Jedenfalls kann man die öffnen, indem man im Spiel einfach draufklickt. Oder indem man hier die Stufen benutzt und die Fallschirme auswählt. Jedenfalls kann man die auch noch bei 500 Metern erneut öffnen und zwar dann größer. Also sie öffnen sich dann komplett und können euch noch mehr verlangsamen. Sie öffnen sich allerdings auch automatisch bei 200 Metern komplett und dann müsstet ihr das eigentlich nicht machen. Noch ein Unterschied zwischen den beiden. Dieser Fallschirm hier. Der hat links und rechts keine Möglichkeit, dass man da Sachen ranmacht. Wenn man jetzt hier zum Beispiel die RCS-Düse nimmt, dann ist da halt eine Lücke dazwischen. Das ist bei dem flachen Fallschirm nicht so. Da kann man es einfach dran machen und das würde auch funktionieren. Aber im Gegensatz dazu, wenn wir das mal drehen, können wir hier auf den hohen Fallschirm eins oben draufsetzen, während das hier natürlich nicht funktioniert. So, jetzt die Separatoren und auch hier diesen seitlichen Steg. Und zwar sind die natürlich dazu da, um eure Raketen abzutrennen. Also ihr habt wahrscheinlich verschiedene Stufen mit verschiedenen Triebwerken. Und auf die Separatoren drauf kommt eben euer Triebwerk und darunter eben die andere Stufe. Und jetzt ist es so, dass wenn man da im Spiel drauf drückt, dass die dann eben abgetrennt werden. Es sind dann zwei verschiedene Raketen. Wenn ihr im unteren Teil eben noch eine Sonde habt, dann könnt ihr die immer noch steuern. Ansonsten halt nicht mehr. Und das bringt euch einfach das, dass ihr weniger Masse habt. Also ihr könnt Leermasse, so leere Tanks und Triebwerke, die ihr nicht mehr braucht, einfach abtrennen. Und dann habt ihr eben mehr Delta V. Darüber habe ich letzte Woche schon ein Video gemacht. Und das bringt euch insofern halt mehr, dass ihr auch größere Raketen bauen könnt und nicht unendlich viele Triebwerke braucht. Genauso wie der seitliche Steg, der ist aber mehr dazu geeignet, dass ihr seitliche Booster, also so kleine Raketen, dran packen könnt und die auch eben absprengen könnt. Die speichern Treibstoff. Ja, das ist so ziemlich alles. Ihr könnt verändern, wie viel Treibstoff da drin ist. Und wenn ihr im Spiel seid, dann könnt ihr von einem Treibstoff auf den anderen
von einem Tank in den anderen Tank Treibstoff rüberlaufen lassen. Ist insofern nützlich, dass eben, wenn ihr eine Raumstation habt mit ganz viel Treibstoff, dass ihr dann eben mit dem Raumschiff dorthin fliegen könnt und eben nachfüllen könnt und irgendwo anders hinfliegen könnt. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Sie sind an sich recht nützlich und essentiell wichtig, um das Spiel zu spielen. Haben wir Triebwerke und das ist irgendwie verrutscht. Wir haben viele verschiedene Triebwerke im Spiel und alle in verschiedenen Größen. Hier haben wir zum Beispiel das Falke-Triebwerk, das Valiant-Triebwerk und eben auch das Kolibri-Triebwerk. Sie haben alle verschiedene Massen natürlich. Das ist logisch, sie sind verschieden groß. Und sie haben auch verschiedene Schubkräfte. Das Falke-Triebwerk zum Beispiel hat 120 Tonnen an Schub. Das Valiant-Triebwerk hat 40 Tonnen an Schub und das Kolibri-Triebwerk nur 15 Tonnen. Dafür haben sie auch verschiedene Effizienzen. Zum Beispiel hier, das Falke-Triebwerk hat eine Effizienz von 240 Sekunden, das Valiant-Triebwerk hat 280 Sekunden und das Kolibri-Triebwerk hat 260 Sekunden. Das bedeutet, dass das Falke-Triebwerk weniger effizient ist, hat aber dafür halt die dreifache Menge an Schub als das Valiant-Triebwerk. Ist damit so viel, sehr viel besser geeignet, wenn man nah an der Erde ist, zum Beispiel in der ersten Stufe. Und das Valiant-Triebwerk ist eben besser geeignet, wenn es in einer höheren Stufe ist. Und das Kolibri-Triebwerk ist an sich recht effizient. Es ist in etwa genau dazwischen, zwischen dem Falke und dem Valiant-Triebwerk. Hat aber sehr viel weniger Schub. Ist damit für kleinere Stufen, wie zum Beispiel Satelliten oder kleine Landemodule, gut geeignet. Aerodynamische Teile. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss da nicht so viel erklären. Sie machen die Rakete aerodynamischer und sind zum Beispiel hier für Booster geeignet oder wenn ihr eben eine Sonde benutzt, könnt ihr die so da drüber packen. Jedenfalls sorgen die dafür, dass ihr weniger Luftwiderstand habt und hier sind zum Beispiel auch geeignet, dass ihr Triebwerke da so drunter packen könnt. Ja, sie haben also eine recht gute Funktion. Wenn ihr natürlich keine Atmosphäre habt, wie auf dem Mond zum Beispiel, da macht das natürlich keinen Unterschied. Da ist es tatsächlich einfach nur Leermasse, die unnötig ist. Aber auf der Erde ist es auf jeden Fall nützlich. Landebeine und Räder. Ja, ist relativ einfach. Hier sind Landebeine, das sind die etwas kleineren und hier haben wir die etwas größeren. Und die sind sehr viel größer. Ihr habt schon gesehen, man kann die hier in den Einstellungen ein- und ausschalten. Im Spiel könnt ihr die natürlich durch Anklicken öffnen oder schließen. Oder eben auch durch die Stufen. Habe ich bei den Triebwerken auch vergessen zu sagen. Das könnt ihr alles auch mit den Stufen machen. Und dasselbe ist auch bei den Rädern. Die könnt ihr hier an- und ausschalten. Die Landebeine sind zum Landen da, damit ihr nicht auf den Triebwerken landen müsst. Sie haben eine höhere Toleranz beim Aufprall, also etwa 12 Meter pro Sekunde könnt ihr schnell sein und dabei auf dem Boden krachen und die gehen nicht kaputt. Während bei den Triebwerken und bei fast allen anderen Teilen das nur 5 Meter pro Sekunde sind. Das war gerade die Klingel. Ja, wir haben auch noch die Räder, die haben sogar eine noch höhere Einschlagtoleranz und zwar von fast 50 Metern pro Sekunde. Da könnt ihr also schon sehr, sehr schnell sein. Und wenn ihr auf denen landet, dann passiert einfach gar nichts. Deshalb sind die auch eigentlich ziemlich gut. Ihr könnt die natürlich anschalten und dann einen Rover bauen und damit rumfahren. Die brauchen übrigens keinen Strom. Hatten mal, also es war mal so, dass sie Strom gebraucht haben. Aber das werde ich noch später erklären, wenn wir zu den Solarzellen kommen. So, Nutzlastverkleidung, so sehen die aus. Wieder genau wie bei den Rädern, so wie ziemlich alles andere. Wenn ihr im Spiel draufklickt, dann könnt ihr die trennen, dann öffnen sie sich. Und es sind einfach Hüllen, ja, wo ihr Sachen reinpacken könnt, die nicht besonders aerodynamisch sind. Dazu sind die hier eben da. Vor allem die Spitze ist ziemlich aerodynamisch. Und dann könnt ihr halt so Sachen drunter packen. Ihr könnt die natürlich auch so mit der Stufe öffnen lassen. Aber an sich sind die eine sehr tolle Funktion im Spiel
Und auch in der Wirklichkeit, sie werden super häufig benutzt. Strukturelle Teile, das sind einfach nur Blöcke. Sie haben dieselbe Einschlagtoleranz wie Landebeine, also etwa 12 Meter pro Sekunde. Wenn ihr natürlich drüber geht, gehen sie kaputt. Aber sie sind eigentlich ziemlich toll. Es gibt die in verschiedenen Größen, genauso wie alle anderen Sachen. Damit könnt ihr einfach Sachen bauen oder Sachen verbinden. Ihr könnt hier nicht so wie den Steg hier oben abtrennen, das geht nicht, sondern was da dran ist, ist fest verbunden und wird auch nicht so schnell abgehen. Deshalb da ein bisschen aufpassen, ansonsten kann man damit eine Menge anstellen. Andockluken, oh je. Andockluken haben Magneten in denen, also dass wenn man die so dreht und so dreht, dann würden sie sich ohne Gravitation anziehen und eben aneinander docken. Ihr könnt sie auch wieder abdocken, indem ihr im Spiel draufklickt oder eben wieder in den Stufen das aktiviert. So. Und weiter zum Strom. Also wir haben hier erstmal Solarzellen. Die kann man hier drin öffnen. Im Spiel kann man die auch öffnen, indem man einfach draufklickt. Und wir können die auch wieder zumachen. Selbe wieder mit den Stufen. Man kann es einfach in den Stufen auswählen und dann werden die geöffnet. Das Stromsystem, das wurde ich schon tausendmal gefragt und ich werde es jetzt ein letztes Mal klären. Momentan wird das System überarbeitet. Also Sachen, die theoretisch Strom brauchen würden, wie zum Beispiel die Räder oder eben auch die Ionentriebwerke, die brauchen eigentlich Strom. Momentan nicht, weil es momentan auch keine Batterien gibt und auch es gibt keine Möglichkeit, diesen Strom zu speichern und generell das System wird überarbeitet. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie das alte System noch drinnen gelassen hätten, bis es eben ein neues gibt. Aber na gut, das können wir jetzt leider nicht ändern. Deshalb sind die momentan nur zur Dekoration da und haben keinen wirklichen Effekt darauf, wie ihr das Spiel spielen könnt. RCS-Düsen. Ich liebe sie. RCS-Düsen sind super nützlich. Ihr könnt sie wieder im Spiel aktivieren, indem ihr draufklickt oder mit den Stufen. Sie helfen euch bei vielen Sachen, zum Beispiel bei kleineren Manövern, beim Andocken, wenn ihr die Rakete halt irgendwie drehen müsst oder in eine bestimmte Richtung euch bewegen wollt, dann sind die auf jeden Fall super nützlich. Sie brauchen auch ganz gewöhnlich den Treibstoff. Sie müssen aber im Vergleich zu den Triebwerken nicht da drunter oder da dran sein, sondern die müssen einfach irgendwo dran sein, in der Nähe von Treibstofftanks. Und deshalb ja, sind sie eigentlich super nützlich. Ihr könntet ganze Raketen aus diesen Dingern bauen. Und ich finde, die sind ein super, super Teil. Ja? Man kann sehr viel mit denen machen und sind insgesamt ein ziemlich gutes Teil. Haben wir es geschafft, es sind alle Teile hier im Spiel. Es gibt natürlich noch ein paar andere Variationen, ein paar andere Triebwerke und so. Aber das sind so ziemlich alle und ich hoffe, ihr habt jetzt die Teile kapiert und wisst jetzt, wie man eine Rakete baut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!